Hallo und willkommen zu einer neuen Serie über Sicherheit im elektrischen Sinne. Jetzt reden wir über Sicherheit vor elektrischen Installationen. Warum müssen wir das überhaupt machen? Weil eigentlich ziemlich viel Leistung im Spiel ist. Okay? Nehmen wir zum Beispiel Wien her. Wien hat einen jährlichen Energieverbrauch von 8.300 Gigawattstunden. Nur elektrische Energie, 8.300 Gigawattstunden. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Die elektrische Energie, das sind ungefähr 22-23% von der Gesamtenergiebedarf der Stadt. Da ist Verkehr drin, da ist Heizen drin, da ist Industrie drin, da ist alles drin. Alle, der gesamte Energiebedarf der Stadt, 22-23% sind elektrisch. Und wie gesagt, das sind ungefähr diese 8.300 Gigawattstunden. Wenn man sich das überlegt, was das im Moment bedeutet, kommen wir auf rund 1 Gigawatt Leistung, die da so in der Stadt pro 1 Gigawatt Leistung verteilt wird. Ja? Also viel. Ja? Und diese Leistung, die schicken wir tatsächlich zu jeder Steckdose, ja? Die irgendwo eingebaut ist. Das trauen wir uns. Das hat ein Leistungsvermögen, das ungeheuerlich ist. Ja? Und trotzdem bringen wir das zu jeder Steckdose und stecken das ganz gemütlich an und denken sich eigentlich nichts dabei. Passiert eh nichts. Ja? Es gibt auch einen Grund, warum etwas nicht passiert. Ja? Also man muss halt gewisse Sachen einhalten, um eine Sicherheit zu haben, ja? Dass genau das eben, wenn es schon zu Unfällen kommt, dass die zumindest glimpflich ablaufen. So glimpflich wie möglich. Ja. Das heißt, es gibt im Endeffekt gibt es zwei verschiedene Schutzmechanismen, die wir da verwenden. Ja. Erstens müssen wir unsere Anlagen schützen. Ja. Es war ja fatal, wenn wir Anlagen so auslegen, dass die nachher hin sind. Ja. Steckt man einmal ein Puff hin. Ja. War nichts. Ja. Anlagenschutz. Ein großes Thema. Zweites Thema geht es um uns. Um Leib und Leben. Ja? Gesundheit. Personenschutz. Die zwei Sachen werden wir abdecken in diesem Video. Ja? Anfangen werden wir mit dem Anlagenschutz. Also, Anlagenschutz ist nachher das Thema vom nächsten Video. Das war jetzt nur so eine kurze Einführung, dass wir wissen, um was es geht. Also, wir wollen Sachen vor der potenziellen Zerstörungskraft der Elektrizität schützen. Sachen, Anlagen und Personen, Leben, Gesundheit, Personenschutz. Diese zwei Sachen. Ja. Nächstes Mal beginnen wir mit dem Anlagenschutz. Ja. Schauen wir, was müssen wir machen? Da reden wir dann über Kabeln und so weiter. Ja. Was müssen wir machen? Dass die Anlage geschützt ist. Was ist überhaupt gefährlich? Das werden wir das nächste Mal besprechen. Okay? Für diese kurze Einführung mal danke für die Aufmerksamkeit.